So, ihr Lieben, kleines Zwischenupdate zum Samstag. Ich hatte euch ja heute das Video hochgeladen für Tür 3, war mir aber nicht sicher, welches Türchen ich tatsächlich öffnen soll und habe euch befragt. Ihr hattet heute bis um 12 Zeit zu rätseln und Azoras hatte sich gemeldet. Und ist auf dieselbe Idee gekommen, wie ich dann auch später beim Schneiden, was ich sehr gut finde, weil ich glaube, wir haben recht. Und ich würde euch jetzt umdrehen und wir öffnen Tür 3. Unsere Aufgabe heute ist es ja eigentlich, Tür 4 zu öffnen. Wir können also zweimal gucken, ob wir richtig liegen. Ich bin super gespannt. So, und zwar ist es ja so, wir hatten hier die Rätselkarte mit der Lampe. Mit der Taschenlampe und die wir anmachen sollen. Hier war ja dieser An-Ausschalter und ich habe das Ding hier dran gelegt, damit es quasi zwischen Südosten ist hier und Südwesten. So, hier sollte, habe ich das angelegt und habe gesagt, wir müssen eigentlich dieses Türchen öffnen. Es hat aber für mich die ganze Zeit nicht so richtig Sinn ergeben. Also besonders beim Schneiden dachte ich mir, na, das wird bestimmt nichts. So, Fakt ist, wir müssen sie nach Südosten ausrichten, ja, weil ja hier der An-Ausschalter. Und hier stand ja drauf, dass es ganz schön düster ist. Und wir haben ja hier so eine düstere Ecke. Und was mich aber die ganze Zeit gestört hat, ist, dass hier der Taucher ist. Der kommt ja von hier. Ja, also müsste er ja, also hier will er irgendwo hin. Und wenn ich das Rätsel gestaltet hätte, dann hätte ich nämlich versucht, dem Taucher zu folgen. So, und da hat Azoras geschrieben, der hat doch eine Taschenlampe. Und ich dachte mir auch, der hat doch eine Taschenlampe. Und der hat nicht nur eine Taschenlampe, sondern hier ist sogar noch so ein roter Bippus. Und deswegen würde ich sagen, hey, vielleicht sind es zwei Kluge und ein Gedanke. Und ich richte jetzt das Ding aus Richtung Südosten. Also nach dort. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt dieses Ding. Das Einzige, was mich stört, ist, dass es hier nicht dunkel ist. Hier fehlt mir eigentlich noch ein Schatten zu meinem Glück. Aber ja, weiter reicht die Taschenlampe nicht. Und ich hätte gesagt, wir öffnen jetzt einfach das Teil. Ich bin gespannt. Hoffentlich wird es jetzt nicht, hoffentlich wird es nicht blöd. Und? Die drei. Wir sind richtig. So, und jetzt geht's mit dem eigentlichen Rätsel los. Ich glaube, das wird spannend. Ich gucke jetzt mal noch nicht, was da steht, sondern erstmal, was hier drin ist. Hier haben wir eine. Ach, hier haben wir eine Kirsche. Und hier noch zwei hatten wir nämlich schon eine Ananas. Eine Ananas. Und jetzt haben wir noch eine Kirsche. Und wir haben hier einen Kraken. Und hier haben wir wieder Jellyfische. Oh, ich mag die total. Die hatten wir ja schon hier. Okay. Dann schauen wir mal, ist hier noch irgendwas? Nee. Das war die Lupe. So, ta 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 ta. Wir haben bunte Fische. Wir haben bunte Fische und ob das ja eine Aufzeichnung von neuen Fischarten ist, die die Forscher damals entdeckt haben, schöne Farben haben die. Aha. Aha. Und oha. Das ist ja super, denn das hatten wir im zweiten Kästchen. Das habe ich auch noch nicht genutzt. Und jetzt haben wir das im dritten Kästchen. Merkwürdig. So, jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen bequem gemacht. Der Gummi ist für mich. Ich habe schon wieder den Gummi irgendwo verbattelt. Schöne Farben. Also, wir müssen definitiv irgendwas mit den Farben machen. Wir haben zweimal blau. Zweimal rot, einmal gelb und einmal weiß. Haben natürlich mehrere Möglichkeiten.
Das könnte hier so ein Additions- oder Substrationsding sein, aber wir haben ja hier eh keine Zahlen. Wir haben ja hier eh keine Zahlen. Und wir haben auch kein Feld, wo die... Hier haben wir einen weißen Fisch. Aber ansonsten haben wir schon mal kein Feld, wo die passenden Farben sind. Zwei, zwei, eins, eins. Kann man natürlich auch, ne? Irgendwas rot-blaues, rot-gelb, weiß-blau. Ergibt aber auch noch keinen Sinn. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Aber es mut ja, dass das ganz gut funktioniert, dass wir das einfach ignoriert haben. Ne? Fischranken. Die gucken sich aber auch alle an, ne? Ich habe da so ein witziges Spiel, das heißt Zen-Koi. Das spiele ich manchmal zur Entspannung. Und da umkreisen sich die Fische und dann paaren die sich. Hat das irgendwas zu bedeuten, dass die sich angucken? So, wenn wir jetzt die Flaggen nehmen würden, nehmen wir mal an. Zwei Fische bilden eins. Dann hätten wir hier Alpha, hatten wir aber schon. Ne? Wobei das hier, das ergibt keinen Sinn. Wenn hier haben wir rot-gelb, das hier ist rot-gelb. Das ergibt keinen Sinn. Und wir haben auch keine Flagge mit allen vier Farben. Wenn die sich paaren, ergeben sie eine Flagge. Auch schön. Ja, und ich meine, rot-rot-blau ist dann halt Echo. Ich glaube, das ist Blödsinn. Man weiß ja auch nicht, ob Substration oder Addition ist. So. Aber vielleicht. Die sagen Hallo. Die schwimmen nicht in eine Richtung. Na ja, mal keine Flagge draus machen. Neue Fischarten. Mit schönen Farben. Und wenn wir die jetzt paaren. Vielleicht wären die ja lila. Lila eine Fische. Lila, orange. Ein hellblau. Lila, orange und hellblau. Nope. Neue. Der. Neue Fische. Neue Fischarten. Ja, die lilanen Fische. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Lila, Orange, Hellblau. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist keine neue Fischart, Freunde. Neue Fischarten. Ergibt das Sinn für euch, Leute? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser blöde Kalender total zum Scheitern verurteilt ist. Verdammt. Aber die Farben stimmen. Ich mache das jetzt auf. Ich mache das jetzt auf. Mache ich das auf? Ich mache das jetzt auf. Hallo? Ah. Ich will es nicht aufmachen. Ich will es nicht. Es ist. Ich habe echt gedacht, das ist total falsch. Verraten. Ist aber süß gemacht. Hier ist noch irgendwas. Kann ich euch hier oben rein dingern? Nord 150 Meter, West 180 Meter. Und das hier sieht doch aus wie ein Haus. Und ich habe hier, ich glaube, was Cooles gefunden. Was wir uns aber erst morgen angucken. So, morgen am Sonntag drehe ich wieder eine Runde vor. Ich hoffe, da habe ich irgendwie. Also irgendwie ist es jetzt das Erfolgserlebnis, weil ich es gefunden habe. Aber ich hätte drauf gewettet. Ich weiß nicht. Ich muss euch ehrlich sagen, so 100% happy bin ich mit dem Kalender nicht. Wir sehen uns morgen in aller Frische, sowohl ihr seht dieses Video morgen, als auch ich, die dann für meine Arbeitswoche ein paar Kästchen vordreht. Was sagt ihr zu dem Kalender? Also irgendwie cool gestaltet, was sie sich da überlegt haben, aber die Rätsellösung, damit habe ich manchmal so meine Probleme. Wenn ich denke, na, wobei das mit der Taschenlampe hat schon Sinn ergeben. Ne? Da war sozusagen das, was ich beim letzten Mal gedacht habe, komplett falsch. Und ich bin gespannt. Mal gucken, was ich morgen alles für fetzige Rätsel habe. Und ich freue mich schon, dieses Kompass-Irgendwas-Ding da zusammenzubasteln, was ich gerade gefunden habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Und jo. Wir sehen uns auf jeden Fall. Also ich ziehe die 24 Tage durch. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und aber ich bin auf mein Fazit gespannt. Deswegen mache ich das ganze Jahr. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.